Im Juli 2017 ging es mit meinem kanarischen Kumpel Lionel nach Dakhla in die Westsahara. Es sollte ein richtiges Angelabenteuer werden. Die Angelrouten sicher verpackt und auf ging es in das vermeintliche Krisengebiet Westsahara. Die Fluggesellschaft Binter Canarias nahm die Routen sogar kostenlos mit. Das Ziel liegt ungefähr 500 Kilometer südlich von Gran Canaria. Zur Einreise war ein internationaler Reisepass erforderlich, inklusive Visaformalitäten. Im Flughafen mussten wir durch den Zoll, anschließend zur Abholung des Mietwagens, der etwa doppelt so teuer war wie in europäischen Ländern, vermutlich wegen des landestypischen Designs. Schon auf dem Weg zum Apartment spürten wir das orientalische Flair. Die Mehrheit der einheimischen Frauen ist in bunte islamische Gewänder gehüllt, der Gesichtsschleier ist allerdings in Marokko verboten. Unser Apartment Residence Sahel lag in einem Neubaugebiet am Stadtrand, wo uns der örtliche Tonbandmuezzin schon begrüßte. Für nur 230 Euro die Woche hatten wir dieses riesige Apartment gemietet. Unser Vermieter sprach sogar ein wenig Englisch und Spanisch. Die Aussicht war zwar alles andere als schön, aber wir waren ja schließlich nicht für einen Hotelurlaub dort und so machten wir schon am Nachmittag die erste Küstenrundfahrt. Wie in vielen armen Ländern mangelt es am Umweltbewusstsein. Es stinkt vielerorts und Müll findet sich überall dort, wo Menschen, Wind und Wellen ihn deponiert haben. Das Meer selbst wirkt extrem lebendig und nährstoffreich. Überall riecht es nach Fisch und anderem Getier. Erwartungsvoll machte ich die ersten Würfe hier auf der Atlantikseite Douglas. Leider ohne Erfolg. Zu trüb und zu viel Kraut im Wasser. Im Hafenbereich der Lagune fing ich diese kleine Hornhechtart. Nicht die Fischart, auf die wir aus waren, aber immerhin war ich entschneidert. Einheimische rieten uns, auf die gegenüberliegende Seite der 15 Kilometer breiten Lagune zu fahren, wo wir eher unsere Zielfischart finden sollten. Dafür mussten wir allerdings die militärische Sicherheitszone Douglas verlassen und drei Kontrollen der marokkanischen Gendarmerie passieren. Vorbei an den letzten Kitesurfing-Hotels, dem einzigen Tourismus der Region, ging es ab in die Wüste. Die Offroad-Fähigkeiten unseres Kleinwagens mussten natürlich auch getestet werden. Sie führten uns zu einem wunderschönen Felsspot, wo uns ein dichter Schwarm Meereschen begrüßte. Meereschen gab es hier allerdings derart viel, dass es kaum möglich war, die eigentlichen Räuber zu beangeln. Einheimische freuten sich jedoch über meine aus Versehen gehackten Fische, sie brauchten sie als Köder.
Ich stellte auf Jigs als Köder um und hatte dann den ersten größeren Fisch am Haken. Simsalabim, ein Rochen auf Kunstköder zu fangen, war auch einer meiner Wünsche. Es handelte sich schließlich um einen kleinen Marmorrochen, der aufgrund seines wohl schmackhaften Fleisches auf der Liste der bedrohten Arten steht. Statt Stacheln hat er noch richtige Flossen am Schwanz. Abends noch ein paar erfolglose Würfe auf Wolfsbarsche, schließlich fingen wir einige Sepias für das Abendessen. Am nächsten Morgen ging es an einen Strandabschnitt auf der anderen Seite der Lagune, wo uns auch schon die Flöhe begrüßten. Wohl ein gutes Zeichen, denn kurze Zeit später gab es den ersten Hookup. Die Freude war groß, das Ziel der Reise, der Traumfisch Palometon, schon nach wenigen Tagen erfüllt. Und das mit meinem Eigenbauköder, dem Pycnose Popper. Und dann war ich allein in der Wüste. Lionel war mit Berufsfischern weitergezogen, die auf der Suche nach Fisch mit ihren Jeeps am Strand entlang patrouillierten. Ich genoss meinen Triumph und machte ab und zu ein paar Würfe. Vor meinen Augen hatte ein großer Palometer den Popper mitten im Brandungsschaum genommen. Um zu verhindern, dass der Fisch die dünne Schnur komplett von der flachen Spule leerte, musste ich ihm am Strand entlang nachlaufen. Ein Tauziehen hin und her, welches ich hier nur verkürzt darstelle. Und schließlich der geglückte Versuch, den Fisch mit einer Brandungswelle zu stranden.
Schnell noch ein paar Selfies mit Fisch. Zur Verwertung für zwei Personen war er einfach viel zu groß. Nach dem geglückten Release machte ich mich auf die Suche nach meinem Kumpel, den ich dann endlich in seinem ersten Drill fand. Die vermeintlichen arabischen Hobbyangler am Strand sind tatsächlich alles Berufsfischer, die in der Saison hier jeden Tag zu finden sind. Für professionelle Fischer außergewöhnlich hilfsbereit und sehr auskunftsfreudig. Berufstypisch ist allerdings der respektlose Umgang mit den Tieren. Auf Halal verzichtet man beim Fischen, man lässt sie einfach im Sand ersticken. Daher habe ich wenigstens diesen Fisch weitgerecht betäubt und abgestochen. Zufrieden konnten wir den Tag beschließen und endlich unsere Förmchen und Schäufelchen auspacken. Die Berufsfische angeln hier übrigens allesamt mit selbstgebastelten Ködern. Weitwurfbomben über 100 Gramm schwer, die Highspeed an der Oberfläche geführt werden. Dieser Profi setzt noch einen farblichen Akzent, um die Fängigkeit zu erhöhen. Auf der einzigen Straße durch die Wüste erlebten wir so manche Überraschung. Vom Wildwechsel bis zu tödlichen Autounfällen. Eine kleine Gabelmakrele haben wir uns zum Essen mitgenommen. Ich versuche sie hier mit einem Klappmesser mehr oder weniger fachgerecht zu filetieren. Die Anatomie und der Geschmack sind einer Goldmakrele sehr ähnlich. Die Haut ist allerdings wesentlich fester mit dem Fleisch verbunden. Frisch getaped ging es schon bald wieder an den Strand zur Arbeit. Lange Märsche am Strand, Gegenwind von 40 km/h und ständige Weitwürfe machen das Angeln hier zu einer anstrengenden Sportart. Wie man an meiner Kleidung sieht, ist es hier an der Küste der Westsahara nicht sonderlich warm. Der ständige Passatwind aus Nordost hat auch mittags nur wenig über 20 Grad. Die Vermummung dient natürlich auch als Schutz vor der extrem hohen UV-Strahlung. Aufgrund des stärker gewordenen Windes fischte ich mit meinem schwereren Setup und Ködern über 80 Gramm. In diesem Fall Chisellures, selbstgebastelte Köder aus Nylon. Aufgrund des trüben Wetters und des aufgewühlten Meeres habe ich mich für die Farbe Gelb entschieden. Algen und Seegras erschwerten die Bedingungen an diesem Tag zusätzlich. Aber schließlich packte ein Palometer den Topwater-Köder. Auch ein ähnliches Verhalten wie bei Goldmakrelen. Wenn erstmal ein Fisch des Schwarms gehakt ist, beißen auch die anderen. Und wieder ein Lierfisch am Strand gelandet. Vor Jahrzehnten gab es sie auch einmal um Gran Canaria, heute leider nur noch in Ausnahmefällen.
Schnell noch ein Erinnerungsfoto und dann ins Wasser mit dem Vieh. Vielleicht lernt es ja und erreicht seine Maximallänge von etwa 2 Meter. Auch Lionel befand sich kurze Zeit später wieder im Drill. Ich hatte ihm meinen gelben Chisolure geliehen, der fängigste Köder unter diesen Bedingungen. Die verbleibende Zeit nutzte ich, um entspannt einige Prototypen meiner Eigenbauköder in der Praxis zu testen. Den Drill gestaltete ich hier etwas vorsichtiger, da der Köder lediglich mit zweifach starken Drillingen der Größe 1.0 ausgerüstet war. Dieser Eigenbauköder ist eine Art Mischung zwischen Chisolure und Walker. Er kann also Highspeed eingeholt werden, aber auch Walk the Dog geführt werden. Ein gelungener Release, der krönende Abschluss eines märchenhaften Angelurlaubs aus 1001 Nacht. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Thank you.